ein ganz winziges Gebiet, auf wenn ich erkundet haben. Ah, das ist Schildkröte. Lauf, Schildkröte, lauf! Euer Stadtportal wird geschlossen. So, hör. So, mein Bild ist jetzt nur Berserker-Modus. Was das erhöht meinen Schaden und so meine Angriffsgeschwindigkeit, glaube ich. Wie machst du den Berserker-Modus? Durch fast alles jetzt hier, indem ich irgendwie, weil ich angreife, ich habe einige Skills, die dann aktivieren. Ich habe alles, ich habe alle Skills ausgewählt, die irgendwie meinen Berserker-Modus verstärken oder ihn auslösen irgendwie. Oh, okay, macht Sinn. Also ich bin jetzt hier nicht mehr so, weil ich habe jetzt nicht mehr so viele Skills hier irgendwie, die auf mehrere Leute gehen. Also auf den hier vielleicht. Ich habe einige Schreie, mit der ich uns boosten kann. Ja, gucken, wie das abläuft. Jetzt zu zweit geht's. Als ich allein gespielt habe. Als ich allein gespielt habe, ja, war nicht so gut. Hast du die ganze One-Shot-CD? Ich habe nur gesehen, du hast irgendwas gemacht und alle drei Stück sind irgendwie umgefallen oder so. Ja, bei denen. Wieso sage ich was? Was? Mein Charakter hat was gesagt. Ja, meiner auch. Hier war ein Geist, der nach hier gezeigt hat. Okay, erleben wir hier gerade ein neues Abenteuer? Ich höre hier irgendwelche Geräusche. Hier bin ein Geist, der nach links zeigt. Aber aus der Richtung kommen wir doch. Ja. Ich habe kaum Zeit. So ist hier irgendwas. Müssen wir den Lichtern hier folgen? Ich muss warten. Da ist auch ein Geist. Was mit Ultimate? Hast du eine neue? Ja, die versetzt mich auch in den Berserker-Modus. Ein paar Sekunden. Ah, okay. So, hier ist auch ein Geist. Heilige Hand. Zeit auch allerdings. Genau, anständige Sprache sprechen, ey, dann sollen diese komischen gequälten Geräusche. Boah. Na, schon wieder ein Geist. Wohin sollen wir jetzt gehen? Ey, das ist nicht der Knaller, ey. Was sind diese Geister? Die kommen einfach aus dem Nichts. Ja, jetzt sag nach unten. Was ist los, Kleiner? Hast du vielleicht Bauchschmerzen? Dann müssen wir den Bauch entfernen. Ja. Warte, ich hab mein Degree in. Warte, den Schwachsinn? Sobald irgendwas weh tut, muss das entfernt werden. So wie in den guten alten Zeiten. Hervorragend. Sorry, hier waren wir. Hier hat er gezeigt. Okay, oh, ich habe was anderes gefunden. Ich bin schon wieder falsch, hervorragend. Ich bin jetzt wieder in der Stadt. Komm her, links. Ich habe was Schönes gefunden. Zum Spielen und zum Überraschen. Ja. Oh, das ist ja richtig überhaupt, ey. Steht wie eine 1. Er zeigt dahin. Ich frage einfach, wohin er hin zeigt. Also. Ich bin gerade dadurch wieder in der Stadt gelandet. Ey. Ja, ich habe Nein gesagt. Jetzt hat mein Charakter gesagt, was zum.
Kinderleiche. Schlangenbisse. Zumindest starb er mit einer Klinge in seiner Hand. Rostiger Dolch. Eine Quest. Ich kann ja nicht einsammeln. Was soll denn das? Was ist denn das für eine Message? Ich muss jemandem davon berichten. Aber nicht jetzt. Wenn wir Zeit haben, irgendwann vielleicht. Alles klar. Und deshalb, genau deshalb, Daniel, haben wir immer mehr Quests. Was hätten wir die verpasst? Ja, das stimmt. Stell mal vor, wir wären an die Geistern vorbeigelaufen und hätten gesagt, boah, geh weg. Lass mich nicht an. Ja, da wir gerade schon von Disney geredet haben, hast du ja schon von den Marvels gehört. Ja, da haben wir letzte Woche auch schon gesagt, der Film soll schlecht sein. Was für eine Überraschung. Ja. Weißt du überhaupt? Also ich weiß, da geht um Captain Marvel. Captain Marvel, genau. Und, ja, und die anderen zwei, die haben auch, die eine, die hatte ihre eigene Show auf, so ein junges Mädchen, die hatte ihre eigene Show auf Disney Plus. Und die andere ist als Nebencharakter in einer anderen Disney Plus Show aufgetreten. Die haben halt alle drei, was gemeinsam haben, die ihre Fähigkeiten basieren auf Licht. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer der Böse da in dem Film ist. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie geht es in dem Film darum, dass ihre Fähigkeiten miteinander kollidieren. Und jedes Mal, wenn eine ihre Fähigkeiten aktiviert, tauschen die mit der anderen den Platz. Ja, genau. Irgendwie so was habe ich auch gehört. Gefährdete Art. Wir haben irgendwas ausgerottet hier. Hey, Bosse, also, ja, da ist er. Oh. Blutpilz wird ihn, okay. Na, da müssen wir, glaube ich, erledigen. Die Quest. Und tot ist er. Ich bin noch nicht bereit. Blutpilz. Nice. So, da ist ein Dungeon. Was für ein Ding kriegen wir da? Wenn der Gegner mit Sprung aufhören oder Wirbelwind Schaden zufügt, während der benutze ich nicht. Nicht mehr. Ich bin jetzt nur Standardangriffe und Boost. Ich habe jetzt irgendwie so zwei Boosts, irgendwie so zwei Schreie. Aber ich weiß nicht genau, was die machen, ehrlich gesagt. Hervorragend. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Will ich halt. Ich meine, einer von denen kann dich auch heilen. Kriegsschrei. Bringt mich in den Berserker-Modus. Gegner in der Nähe finde ich. Nee, der boostet mich einfach nur. Und der andere. Vor allem, die sind aber beide direkt nebeneinander. Das sind so zwei. Das sind genau die gleichen Gesichter. Die zwei gleichen schreienden Gesichter. Nur einer ist irgendwie so ein Seitenprofil und einer ist irgendwie so ein halbes Profil irgendwie. So in meiner Leiste. Okay. Das gibt mir, ja. Ja, kann meine Skelette auch boosten. Ja. Ja, die leuchten auch. Ja, das ist auch gut. So. Was für ein Boost ist denn das? Machen wir dann mehr Schaden oder was? Ja. Okay. Wir bekommen irgendwie Stählung oder so. Muss, ja, man, bei, ist, okay. Muss man bei deiner HP-Leiste gucken. Ändert sich da was? Ja. Also so ein kleines Ding da kurz bekommen. Ja. Ja, das ist das. Also ich nehme an, das ist Stählung, ne? Ja, Stählung ist eigentlich, dass wir dann so eine Art Schild haben oder so. Oder? Ja. Und der andere, der boostet. Ich weiß nicht, ob der dich auch boostet. Ich leuchte jetzt gerade rot. Ich nicht. Oh, dann ist Skelette auch nicht. Ich brauche mehr Rot. Ich
So, jetzt müssen wir eine andere Quest aktiviert wieder. So, okay. Bist du, geh weg, Junge. Ja, na, kommen wir gekonnt, weil es nicht dieser Drogendealer, den wir mal getroffen haben. Ach, du bist das, der mit dem Pferd. Ich dachte, wer ist das? Ja, mich wollte zauen. Ich dachte, das ist irgendein Spieler, der uns im Kreis. Ich bin doch nicht irgendein Spieler. Du bist der Spieler, ne? Genau. Was wir ja machen, findet Zurke. Ja, von dann. Oh, nice. Ich habe keine Wunden mehr. Genau, wenn ihr den macht, kann ich den ja machen. Kannst du dann machen? Den einen Angriff, den ich jetzt nicht zeigen kann. Okay. So. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich jetzt mit jedem meiner Angriffe irgendwie eine andere Waffe benutze. Ja, ist ja gut. Na, jetzt habe ich endlich, jetzt kann ich endlich mal alle meine Waffen hier benutzen, anstatt immer nur ein Knüppel oder so. Alles klar. Seht nur, wie die Krankheit die Haut der Leichen marmoriert hat. Dieser Hügel ist meine beste Arbeit. Die Verwesung dringt hier tief vor. Wie eine Vibration. Ein Lied, das alle anderen übertönt. Ich fühle auch die Vibrations, dass ich es für immer zum Schweigen bringen muss. Ich werde das Heilmittel in den Boden schieben. Das wird den Sumpf aufwühlen. Ihr müsst alles abwehren, was dadurch geweckt wird. Oh Mann, warum? Warum wird hier schon wieder alles getriggert? Boah. Bonk. 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 Nein, er ist nicht tot. Ja, die explodieren alle, ey. Pass auf. Aua. Da komm ich schon nicht. Nein. Aua, aua. Aua, geht auf mich zu. Okay. Und, legendärer heiliger Beinschuss. Oh, ich habe nur was Heiliges. Große Sense, heilig, benutze ich sowieso. Ja, soll lassen, sind gut damit. Zurke, ist die Verderbnis fort? Ja, es ist vollbracht. Das ist das Problem. Die Leute sehen die Verwesung als etwas Lebloses. Oder schlimmer noch, Verderbtes an. Ich weiß es besser. Sie denkt und fühlt vielleicht nicht wie wir, aber gar nicht. Sie hat einen Puls. Jetzt ist dieser Ort karg. So wollte es der Baum. Na, bei dem Baum. Ihr habt mir geholfen. Lange lebe der Baum. Alles für den Baum. Das wollte ich nur gerade sagen. Mögt ihr immer in der Gunst des Baums stehen. Wir haben jetzt irgendwie so einer, sind wir jetzt irgendwie so einer Baumreligion beigetreten? Ja. Und jetzt zu dem Baumkult oder so. Was ist das denn? So eine Maske? Und heiliger Kopfschutz, Gold. Das ist sogar schlechter als das, was ich anhab. Also. Oh, schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Steht bei mir auch, ja. Ich kann denn die Hose, die ich gefunden habe, ist schlechter als das, was ich anhab.
Irgendwie eine aktive Barriere besteht eine Chance, dass ihr eingehenden direkten Schaden von. Ich habe aber leider keine Barriere, also bringt es weiter. Ich bin jetzt ja gerade auf meinen zweiten Paragon-Dinge näher. Da bin ich auch schon. Ich überlege gerade, wo ich noch mal hingewollte. Ah ja, da. Ich habe mir dann nach dem Knoten da, den legendären Knoten, der da zur Verfügung steht, ausgesucht. Was meinst du? Ja, da ist so ein legendärer Knoten, wenn du da weitergehst. Ja, sind mehrere, oder? Oh. Ein legendärer ist da, das andere sind seltener. Ja, genau. Ich habe das irgendwie so bei mir ausgerichtet. In der Mitte will ich nur einen haben. Dann will ich mich dann irgendwie so. Bei mir ist ja so ein bisschen rechts in der Mitte. Ja, ich hab mir irgendwie so einen Weg aus. So, ich will so durch die Mitte und dann will ich irgendwie so ein bisschen nach rechts. Ich habe nicht genug Brot. In Kurvastadt gibt es irgendwie so einen Raum, irgendwie so einen Trainingsraum. Habe ich letztens gesehen. Okay. Da kannst du irgendwie, weiß nicht. Da steht eigentlich nur so eine, wie nennt man diese Dinger, diese Puppen, an die du durchprügeln kannst. Ja, genau. Da kannst du halt irgendwie, weiß nicht, so gucken, irgendwie so Schaden so überprüfen, aber weiß ich nicht alles. Habe ich irgendwie so gemacht und dann so während ich mich da gekloppt habe, irgendwie die Werte angeguckt und so. Okay. Na, das Druide, da braucht keiner von uns. Ist das hier? Ich guck gerade. Was haben wir noch hier? Da unten rechts haben wir noch was. Ein auf und davon. Was ist das hier? So. Habe ich jetzt nicht gelesen, was das war. Schneller an, bis Pfeile. Ich habe hier eine Glöte gefunden. Sehr gut. Ich dachte, die gibt es nur in Dungeons. Warum sind die denn hier jetzt am Teufel? Ja, ne? Na, ja, so gut. Vielleicht ist das ja eine, die du gebrauchen kannst. Was war das, eine Stadt? Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Also da ist ein W-Punkt, aber ich habe den noch nicht aktiviert. Ich auch nicht. Aha. Dann waren wir ja noch nicht. Wir haben noch mehr Quests. Oh. Habt ihr diesen Mann gesehen? Haben Sie diesen Mann gesehen? Ich suche nach einem Mann, einem Stammgast. Sein Name ist Flynn. Das ist einfach so ein Bild von uns. Ein schlanker Mann. Es sind zwei Männer da. Auf seinem rechten Arm. Wir sind gerade erst hier angekommen. Verdammt. Wisst ihr, meine Crew läuft Rüppel in der Hand. Ich habe noch eine Schuld mit Flint. Oder ein Schwert. Ich bin jemand, der die Dinge unerledigt lässt. Vor allem an einem Ort wie Hinterpfuhl. Ich lasse nicht zu, dass irgendwer etwas gegen mich in der Hand hat. Was bedeutet das? Ich habe alles gegen dich hier in den Sinn. Hätte vor Tagen unser Charakter, der ist so richtig beschissen. Was bedeutet das? Ich muss ihm aus den Weg räumen. Was meinen Sie damit? Wollen Sie ihn wegschubsen? Ich muss mich um ihn kümmern. Wieso ist er krank? Na, oh, das noch ein Betrunkener. Na, hallo, Fremder. Hey, seht mich an. Ich rede mit euch. Ich sehe euch an. Ihr seid
so strahlend wie ein Sonnenuntergang über Hinterflügel. Das ist ernst, Domai. Wir beide wissen, dass jeden Tag mehr und mehr Trunkene gesichtet werden. Hör zu. Ich werde die Arbeit erledigen, Schätzchen. Ehrenwort. Verdammt richtig. Oder ich gehe direkt zum Boss, wenn ich euch das nächste Mal sehe. Hey, ihr seid nicht von hier, oder? Hör zu. Wenn ihr mir helft, helfe ich euch, an diesem Ort zu überleben. Ja, noch weiterer Betrunkener. Helft mir, neue Leichen als Freund, die an Land gespült wurden. Seht nach, ob wir etwas gebrauchen können. Dann verbrenne ich sie. Und schnappt euch alles weitere Bergungsgut, das wir unterwegs finden. Kleiner Schockmann. Oh, keine Sorge. Ich habe das schon oft betrunken gemacht. Das hat er schon oft betrunken gemacht. Nein, ich wollte sagen, ich... zwei Pisser. Folgen uns zwei Pisser. Oh, geil. Toll. Willst du euch auch uns anschließen? Geht's euch gut? Dieser Arschglin. Daniel, du bist kein Arzt. Ich erledige das. Aha. Nein, halt. Dass ich mir das nicht gefallen lasse. Versteht ihr? Ich muss es tun. Der hat mich vermöbelt. Ich erledige das. Außerhalb der Mauern wachsen. Die, die einen erbrechen lassen. Ist der Supermarkt? Sie für mich auch, ja? Wenn ich verwundet da rausgehe. Okay, ich dachte schon, der will einen Pilz essen, damit er größer und stärker wird. Gut. Okay. Ich habe zwar keinen Pilz, aber hier, ich habe einen Stern für Sie. So, mal wieder von ein paar Betrunkenen hier irgendwie was angenommen. Mal wieder Heldentaten vollbringen. Sind daran heldenhaft, ganz ehrlich, ey. Ah, fliegen. Wenn fliegen, hinter fliegen nach. Fliegen. Sammelt einen rohen Pilz für Lumia. So, jetzt sind wir in einem Missionsgebiet, in einem Missionsgebiet. Ich hab ihn gefunden. Ich sehe ihn. Oh. Flynn. Bei den Göttern. Oh, da ist ein Boss irgendwo. Warum hat er ein Bosszeichen über sich? Ah! Warum höre ich Bossmusik? Oh. Tja, Flynn. Dann sind wir wohl quitt. Ihnen, so was ist er denn geworden? Dieser Ertrunkene war Flynn? Ja, schade, dass er diesen Weg nehmen musste. Aber danke für eure Hilfe. Tut mir leid. Was tut euch leid? Ach, ihr meint Flynn? Muss es nicht. So etwas passiert hier. Tut mir leid, ich habe mich gehen lassen. Man gewöhnt sich daran. Muss man auch. Hinterpool ist nichts für zarte Seitete. Ich sollte mich jetzt aufmachen. Hier habt ihr etwas für eure Mühe. Das ist nichts Spannendes. Eine Box mit Überraschungen. Demolierter Heiliger. Da. Dann noch den Pilz. Was ist das? Ist das ein Spieler? Ja, das ist ein Spieler. Ja. Bei mir war ja einer. War der auch? Ja. Okay. So. Mesame no Tomi Hakita. Dann gehen wir noch da unten hin. Da ist irgendwie eine Quest und ein Gebiet, das wir noch nicht gefunden haben. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Stirb! Alles daneben. Was ist dieser
Bist du das gewesen? Nein, ich weiß, das war das nicht. Mit dieser Regen. Was war das? Das sah aus, irgendwie so Geister vom Himmel geregnet. Was steht da? Charon? Du machst mich noch arm. Uah. Oh, Schatzgoblin. Oh, du. Ne, warte mal. Was? Na, ja. Ah, ich bin auf den falschen losgegangen. Ja, ich habe eben nur Stück. Aber ich bin so schnell wie der. Oh. Und Besakamos macht mich schnell. Ja, ich habe eben. Nicht bereit. Nein, nein, da liegt auch was für mich. Hinterlässt er Waffen schon? Er hat schon mal wieder Waffen hinterlassen. Da waren die schon vorher da. So, oh, irgendwann legendäres Schwert, geil. So, also war kein Heiliger. Bekommt keine legendären heiligen Sachen. Was ist das hier? Sinistre Bresche. Er hat jetzt auch nur einen legendären Schwert hinterlassen, der Pisser. Heiliges? Nö. Okay. Was ist das hier? Schreien der Gier. Oh, mehr Geld. Problem. Ist auch noch einer. Ich sag dir wieder direkt beide. Noch mal schreien der Gier. Wo auch immer die tapferen zuschlagen. Ja, so. Warum sind jetzt zwei nebeneinander? Gib mir Geld. Gib mir Geld. Achso, der folgt noch jemand. Noch ein Schatzgoblin? Setz mich auf den. Oh, warte. Ja, schnapp ich mir. Stille Truhe. Boah, ich hab den. Okay. Eine legendäre Sache. Vielleicht einfach so durch die Gegend fliegen, durch meine Druckwelle. Ich bin noch nicht bereit. Da geht der auf mich los. Ach, das ist ja betrunken, ey. Ich habe schon, folgt mir ja die ganze Zeit ein Zombie. Ja, der so. Legendäre Stiefel. Ja. Und hier liegt irgendwas. So, warte mal, da eine Truhe hast du gesagt. Ja, hier. Kannst du nicht öffnen? Ja, habe ich geöffnet. Ich mach die auf. Also bei mir ist die noch. Also ja. Ja, ich habe die auch geöffnet. Okay. Oh, legendäres. Heiliges. Nee, ist nicht heilig. Verdammt. Ah, warum nicht? Oh, ich will auch legendäre heilige Sachen. Ich will es ganz unbedingt haben. So, warte mal, irgendwas ist hier noch. Okay, wir sollen frische Leichen verbrennen. Oh, okay. Wir bedienen einfach uns mal. Danke für die Arbeit. Ganz ehrlich haben. Ja, da habe ich irgendwie an so einem Video, was ich letztens gesehen habe, irgendwie, da war so von Halloween. Irgendwie. Irgend so ein Nachbar hat irgendwie. Ja, was so ist das für ein Regen schon wieder hier? Was ist das? Ist das ein Spieler? Ich dachte, du bist das. Nein, ich hab doch gesagt, ich bin das nicht. Ich bin noch nicht bereit. So. Frische Leichen verbrennen. Können wir machen. Ich habe
I'm all in. Ist überhaupt nichts. So. Ach so. Ja, jetzt sind denn an. Gott. Ich glaube nicht, ob wir ihn betrunken irgendwie mit Feuer spielen lassen sollten. Ja, ja, okay, das ist von ihm hier. In dem Spiel. Das ist meine Skelettenmagier, ui. Was denn? Das ist ein Aspekt, ja, der, die Stiefel, die haben Aspekt. Alle 8 Sekunden wirken eure Skelettmagier einen Blizzard, der 756 Kälteschaden verursacht und Gegner im Verlauf von 6 Sekunden für 8% unterkühlt, was auch immer das für ein Effekt ist, unterkühlt. Wollte nicht verlangsamen, irgendwie sowas, würde ich jetzt raten. Ja. Kann gut sein. Aber das ist halt ein Schwert. Ne, das ist eine Wuchtwaffe. Ah. Hier ist jetzt auch nicht die einzige legendäre Waffe, die ich ausgerüstet habe. Okay. Ich dachte, du warst ein Gegner. Ja, guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe doch nicht gefährlich aus. Sieht das etwa gefährlich aus? Oh. Oh, was war das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass man die Statue kaputt machen kann. Das ist der Satz von jedem Vandalisten. Wäre Helm heilig. Was war das? Rostbrigantine? Oh, ich habe eine Rüstung von meinem Pferd gefunden. Oh. Cool. Daniel living the dream. Was? Alle Boosts aktiviert. Jetzt drauf, immer drauf, immer drauf. Ich zähle das mal die Leiche an. Prioritäten, Kollege. So. Ich glaube nicht, dass die in so einem Sumpf überhaupt brennen kann. Hier ist doch Wasser überall. Ja. Oh, ich sehe da was auf der rechten Seite. Aber kämpfen die gegen dich? Ich glaube, es wird schon wieder, wenn ich mich etwas ausruhen kann und einen Happen zu essen bekomme. Kommt mit mir. Ich rede mit nicht. Erwin. Ja. Ich werde mein Bestes tun, um euch nicht aufzuhalten. Ja, ich sehe die ganze Zeit, wie irgendwelche Leichen zum Boden fallen. Was machst du da? Ich hab getötet. Ja, was Schönes gefunden. Ja. Ah, ein Altar, okay. War schon wieder. Ja. Ich bin noch blöde Obus. Nimm das, Statue. Aber wie viel kommen die denn hier noch mal? Hab ich euch doch mal ihren Nervensäge. Ich muss warten. Mit zwei betrunken an unserer Seite. Sieht aus wie so Zombies. Ich habe keine Ahnung, wer hier überhaupt hier überall rumläuft. Das ist immer schwer für mich zu erkennen, weil ich ganzen Armee hier. Ich frage mich, ob ich eigentlich noch mehr haben kann. Emma, es kann immer mehr gehen. Warte mal, ich habe einen Aspekt ausgerüstet, der sorgt dafür, dass ich zwei mehr habe. Ich frage mich, ob ich den nochmal irgendwann kriegen kann, nochmal ausrüsten kann. Ja, oder wir finden irgendwie die Dungeon dafür, die er freischaltet. Ja, ich glaube nicht, dass es jeden Aspekt, den man aus der Rüstung kriegen kann, auch als Ruine, als Rune gibt. Ja, kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Also einige also von denen. Ja. Da wissen wir ja noch nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Wir haben noch nicht alle gefunden, glaube ich.
Ich bin immer noch in dem blauen Kreis hier. Ja, ich auch. Wo müssen wir eine frische Leiche noch finden? Also viele Edelsteine. Ja. Wo sind wir? Okay, meine Tentakeln kommen zum Einsatz. Dann stampf da rein. Hier drüben ist ein Leichnam. Okay, jetzt die letzte Leiche. Sieht so aus, als hätten wir die Küste abgedeckt. Gehen wir zurück, bevor die mich aus der Stadt jagen. Boah, Leichnam, hast du gerade gesehen, was wir hier verursacht haben? Ja, aber die waren nicht frisch. Nicht frisch, ich rieche die bis hierhin, ne. Na, ich glaube, das wäre was für dich. Was? Ich habe hier eine Dungeon gerade gefunden. Solange, okay. solange der Armee der Toten aktiviert ist, halten eure Diener 70% Angeschwindigkeit, nur allein 90% weniger Schaden. Das habe ich als Aspekt in einem meiner Rüstungsdinger. Ja, dann kannst du halt für immer freischalten. Ja, genau. Können wir gleich mal machen. Also Armee der Toten, das ist meine Ultimate, wo ich meine ganzen Geisterberufe da rufe. Ich bin ein Held. Ich nehme an, du kannst ja auch mehrmals irgendwie reinpacken, ne? Ja, ja, klar. Also in mehrere Klamotten. Ja, ja, klar. Ich hatte vor kurzem noch ihre Schadensreduktion für meine Skelette, dass die weniger Schaden nehmen. Aber das habe ich rausgenommen für andere Sachen. Boah, mach das Ding ja auf. Müssen wir extra hier rumlaufen. Ich habe noch mal geguckt, aber das geht wirklich nicht. Nachdem man einen Aspekt irgendwie reingeprägt hat, kann man den nicht wieder rausnehmen oder ersetzen. Jede Gruppe braucht einen guten Anführer. Okay. Das geht irgendwie nicht. Also ist im Prinzip ein Aspekt, wenn du den rausnimmst, hast du den einfach. Ja. Na, muss ja gut überlegen. Codex, der macht, den kannst du ja mehrmals verwenden. Immer wieder. Von den Sammlungen. Ja, ja, genau. Meinst du? Ja, ja, ja. Ja. Ich muss mit dem interagieren, ja. Okay, ja. Ja, also noch ein Grund, die freizuschalten. Ja. Oh. Und wie habt ihr das betrunken hingekriegt? Und wen habt ihr euch da schon wieder angelacht? Kennschwan. Als ich über die Karte geguckt habe, für Barbaren habe ich auch irgendwie was gefunden für mich. Aber ich weiß nicht mehr, wo er ist. Also dann benutze ich den nicht. Du kannst auch einfach unter deine Kodexe da gucken und dann auf der Karte markieren. Oh, okay. Also du kannst dir ja deine, die Dinger kannst du dir ja ansehen, selbst wenn du die nicht hast. Und dann steht da drauf auf Karte markieren, dann wird dir der angezeigt. Ah. Ihr habt ihn dazu gedrängt, die Arbeit für euch zu erledigen. Jetzt kann ich noch mal gucken, wie das geht. Ich hab jetzt... Nein, kommt schon. Ja, ich finde das schon aus. Für mich ist das nicht so wichtig. Ich benutze die sowieso nicht. Genug von euch. Also noch nicht. Jetzt zu euch. Sagt sie. Noch nicht. Also mal sehen. Warte mal, wie ging das nochmal? Ja, okay, ist unter Sammlung, nehme ich an. Ja. Bis auf einen, der. Ja, Markierung auf Karte markieren. Ja, genau, Codex den macht und dann kannst du die auf der Karte markieren. Na, wenn aber nur von meiner Klasse angezeigt, ne? Noch ein Gefängnis erzeugt eine Pest. Ich gucke halt mal, was ich hier alles so hab. Blutlanze brauche ich nicht. Barrieren habe ich nicht. Ja, also, das habe ich. Ja, jetzt erstmal noch finden auf der Karte, ne? Na, ich guck mal interessant. Ich sehe das jetzt nicht auf den ersten Blick. Ja, was interessant findest du dann, hau raus. Muss aber nur wissen. Obwohl, ich kann deine Aspekte, glaube ich, auch nachgucken.
Ja, glaube schon. Oder wird jetzt gerade nur so auf meine Klasse gefiltert? Du kannst auch auf alle gehen, oder nicht? Ja, ja. Dann kann ich ja bei mir auch markieren, dann. Aber die eine, die ich gerade für dich gefunden habe, die klingt doch interessant, oder? Ja, ja, ja. Ja, falls meine neue Waffe kriegst, dann kannst du halt wieder direkt da reinpacken. Ja, das stimmt, da hast du recht. Oder Rüstung oder wo auch immer du reingepackt hast. Ja, ja, klar. Beim Teutates. Sieht aus wie so ein Gladiator. So, ich spreche mal mit der hier. So, oh, die hat zwei Sachen hier. Oh, wir können entweder belügen oder die Wahrheit sagen. Was geht sie überhaupt? Die Wahrheit, ich habe ihnen nicht bei deiner Arbeit geholfen. Ich bin Abschaum, also lüge ich. Ich sag mal die Wahrheit. Thomas, Tomatsch lügt. Ich wusste es. Das war's, Tomai. Packt eure Sachen. Warte, nein, aber ich... Danke, Fremder. Ihr solltet hier bleiben, den Boss kennenlernen. Wir könnten mehr Leute wie euch in Hinterpfuhl gebrauchen. Okay. Ich soll jetzt den Boss kennenlernen. Ja, ich auch. Also unsere Entscheidungen haben nichts gebracht. Ja, im Prinzip nicht. Na, jetzt wird eine Laufkarte bei mir angezeigt. Ich habe so eine Pinnnagel, aber boah, ist ja so witzig, ne? So, Lumia, du Stück. Bist du der Boss? Was für ein Widerwärtiger. Hier ist der Boss. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, sie in Glintsuppe zu mischen. Paragon-Pong. Oh, ist das? Mein heiliges Amulett. Ich will auch nicht alle meine legendären Sachen hier aus wegpacken. Ja, gar keine Effekte mehr. Ja, die sind besser dann. Ne? Was willst du machen? Aber jetzt geht's ja noch. Also Nebenquests so machen. Ja, das stimmt. Apropos Nebenquest. Hey, ihr. Der Boss will euch sprechen. Tu mal ein paar Sachen auseinandernehmen. Ah, ein Krieger. Gute Aussicht. Ja, ganz schön viele Sachen zum Freischalten. Ist hier eigentlich jeder am Kotzen, oder was ist hier ein beschissener? Ich habe eine anständige Auswahl, solange ich... Okay, was zum Teufel, warum ich das denn schon wieder her? Oder habe ich... Ne, das habe ich letztes Mal da reingepackt, okay. Ich habe jetzt... Ich würde mal sagen, das ist einzigartig. Ist wieder, Kopfbedeckung? Ne, das ist ein Heil... Das ist ein... Da steht heiliger Handschuh. Aber das hat dieselbe wie der einzigartige Ring von Lilith, den wir gekriegt haben. Ja. Also das sieht nicht orange aus. Da steht aber nicht, was, da steht nur heilig. Da steht heiliger Handschuh. Da steht das nicht drauf einzigartig heiliger Handschuh oder so. Naja. Lass mich mal gucken. Ja, dass ich dir das nicht zeigen kann. Ja, ich kann halt doch gucken. Ich kann dich doch inspizieren. Ja, aber dann müsste ich das anziehen. Na, ach so. Die Fähigkeit, die bringt ja nicht so. Dafür müsste ich Leichenexplosion verwenden und dann würde das. So, bist du der Boss? Ihr wolltet mich sehen. Ich habe gehört, ihr macht euch nützlich. Vielleicht habe ich eine Aufgabe für euch. Letzte Nacht kamen Banditen in die Stadt und haben sich am Gemeinschaftslager bedient. Ich weiß noch nicht wie. Wenn ihr sie zurückholt, würdet ihr mir sehr helfen. Und natürlich auch Hinterpfuhl. Das ist Orton, meine rechte Hand. Er wird euch begleiten. Erledigt das. Er hat sich diesen bekackten Namen für diesen Ort hier ausgedacht. Hinterpfuhl?
Liverpool. Ah. Wir haben Orton bei uns. Was? Randy Orton vom Wrestling? Ja, nicht Scott Norton. What? Nein. Zeit ist Gold. So, findet Orton und findet mit Orton die gestohlenen Vorräte. Da waren wir doch gerade schon so ein bisschen. Das hört einfach nicht auf. Was war denn? Einer der Wächter meinte, er hätte Gestalten in dieser Nacht gehen müssen und ziehen sehen. Er hat sie natürlich nicht aufgehalten. Wir sollten dorthin gehen. Was du im Kampf ein RKO, Orton? Was? Nichts. Was ist das denn? Das ist ein Wrestling-Move. Okay. Ich nehme an, du kennst die Memes nicht, ne? Na, sag mir jetzt nicht du. Nur ist einfach so eine Meme irgendwie, der, wo der einfach immer mitten aus dem Nichts kommt und irgendwie Leute irgendwie so am Kopf packt und so in den Boden rammt. Ja. Die Fliegen haben mich gerade von meinem Pferd gehauen. Ne, mal. Wo bist du denn? Ja, lass mich nicht allein. Allein macht nämlich fertig. Aua. Wo ist der Heiler? Okay. Jetzt, Schaden genommen, jetzt muss ich einen Trank benutzen. Oh. Ich glaube, wenn ich genug hätte, wann sind wir schon mal und sind schon mal die komplette Tränke ausgegangen, Daniel. Ja, siehst du, genau nach der Logik bin ich auch so gegangen, als ich mir dieses Bild gemacht habe. Boah, Alter. Ja, der ist gesprungen. Aua. Uns beide. Macht er ihr? Ich hoffe, er stickt daran. Da waren schon die Banditen, die überlegen mussten. Oh. Glaubt ihr ihm? Nein. Linden würde so etwas nicht tun. Er ist ein Gauner, aber er würde. Er hat's getan. Ich meine, ja, schon. Aber keine ehrlichen Leute. Verdammt. Ich glaube, ich habe ein paar dieser Typen von den Docks wiedererkannt. Ich muss meinen Kopf frei bekommen. Wir sehen uns bei Linden. Okay. Ja, dein Boss ist nicht so gut, wie du glaubst, wie der ist. Oh, hier ist noch eine Truhe, eine Banditentruhe, die wir öffnen müssen. Was hat er eingesammelt? Irgendwie hier, irgendwie. Plop, plop. Wieso Popcorn, ne? Wenn deine Toten so auferstehen. Oh. Ich hab was gesehen. Steckt er fest. Für Havisar. Okay. Ja, ich kann ja was einfordern, genau. Einfordern. Also, Bonus. Ich dachte, wir haben jetzt einfach nur Dings bekommen, wir. Einfach nur Ansehen von dem Ding. Nee, Willenskraft haben wir bekommen. Ja. Aber mir kam erst irgendwie die Nachricht von dem Ansehen. Jetzt, genau. Willenskraft, erhöht die erhaltene Heilung und Ressourcerzeugung. Ja, bei mir auch, glaube ich. Keine der Skills maximieren, mit die du benutzt, oder? Was kann ich mit meinen Skills? Du tust keine der Skills maximieren, die du benutzt, oder?
Doch, habe ich gemacht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich also alle maximiert habe, aber 5 Punkte oder so. Ich habe mich jetzt nur so auf, weil nicht so auf so Skills fokussiert und passive, also alles, was mir hier einfach nur geholfen hat, habe ich irgendwie genommen. So andere Sachen, so wie Dorn und was weiß ich nicht alles. Moment, was? Ich danke euch. Also alles, was nicht Berserker-Modus oder irgendwie sowas hatte, habe ich nicht genommen. Also habe ich mehr so meine Angriffe. Also ja, ich ziehe jetzt mal den Handgelenk an. Okay. Kampf inspizieren kannst oder das erst wieder aktualisiert werden muss. Ey. Handschuhe. Ja. Hast du ausgerüstet? Ja, ja. Nee. Nee. Bei mir hast du noch legendäre. Wie heißen die? Steht da, wie die heißen? Des Totengrads Knochen wie ein Panzerhandschuhe. Ja, bei mir heißen die Gebrüll aus den Tiefen. Okay. Nee. Wie lange dauert das denn, bis er aktualisiert ist? Ey? Also nicht. Dieses Aussehen, was ich jetzt starte, hatte ich auch schon am Ende des der letzten Aufnahme. Aber hast du auch nicht gesehen. So, ich würde sagen, wir gehen mal in die Dungeon und holen uns hier das Back für dich. Das Totengeneral-Aspekt. Und die sind dann auch für alle Charaktere freigeschaltet, ne? Die Aspekte. Ja, ja, klar. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, er sieht ziemlich einladend aus. Gesichtsloser Schrein.